So sah ein typisches Kinderzimmer in den 80ern aus. Von den Masters of the Universe bis Star Wars, ja, bis hin zu Big Jim. Damit hat unsere Generation damals gespielt. Damit herzlich willkommen, liebe Fans, zu einer neuen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Euer Magazin rund um Actionfiguren und Merchandise. Und diesmal mit einer ganz besonderen Ausgabe. Denn wir besuchen eine Actionfigurenausstellung. Okay, dieses Interview und diesen Bericht hatte ich schon vor einigen Jahren, genauer gesagt 2013, hatte ich schon mal in einem anderen Format, was ich moderiert habe, gezeigt. Aber ich habe dieses Interview samt Bildern aus dieser Actionfigurenmesse oder Ausstellung, mehr gesagt, habe ich komplett neu geschnitten. Und es ist wirklich sehenswert. Denn der Museumspädagoge Kevin Gröwig aus der Kreisstadt Viersen, ja, hat uns seine allererste selbst inszenierte Ausstellung gezeigt. Da findet man so tolle Exponate wie Figuren aus den Masters of the Universe, Star Wars, The Teenage Mutant Hero Turtles, Dino Riders und was weiß ich. Ja, es war eine tolle Ausstellung. Diese hat dann stattgefunden, glaube ich, von Ende August bis, ich weiß gar nicht, es war, glaube ich, bis zum September 2013. Das Interview, ja, das stammt vom 1. September 2013. Ist zwar etwas her, aber trotzdem nicht uninteressant. Und für die nächsten Minuten wünsche ich euch spannende und lehrreiche Minuten. Ja, mehr als nur Plastik. Ja. Was bedeutet das? Hier ist Kevin Gröwig. Ja, hallo, ja. Museumspädagoge. Ja, super, man muss erst mal sagen, ja, den Eltern zu Hause, ja. Mit Kevin kann man trotzdem Karriere machen. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das funktioniert tatsächlich. Ja. Genau, wir sind hier in der Ausstellung, viel mehr als Plastik, im Niederrheinischen Freilichtmuseum. Und ja, in der Ausstellung dreht sich im Prinzip alles um die Actionfigur. Und da hinter dieser Figur tatsächlich viel mehr steht als das Material, aus dem die ist, nämlich Plastik, nennt sich die Ausstellung viel mehr als Plastik. Ja, und was wird hier ausgestellt? Was sind hier die Delikatessen? Worauf können sich die Museumsbesucher noch bis zum 8. September freuen? Also wir haben unterschiedliche Reihen, die wir hier vorstellen. Also wir stehen ja hier gerade beispielsweise vor der Vitrine mit den Masters of the Universe-Figuren. Guck. Wow. Möchte man die jetzt nicht aufmachen, die Vitrine? Ja, reingehen, Schlüssel, spielen? Die Schlüssel haben wir natürlich gut verwahrt. Und ansonsten haben wir Star Wars noch im Programm. Wir haben G.I. Joe, Big Jim, die Teenage Mutant Ninja Turtles und vieles mehr auf jeden Fall, genau. Obwohl, ich glaube mal, die Masters of the Universe, das sind, glaube ich, die meisten Besucher, die hinkommen, die wollen bestimmt die Masters sehen. Ja, man merkt, wie ich zum Beispiel eigentlich. Ja, genau, also man merkt das schon, dass die eigentlich am beliebtesten sind, gerade weil die halt auch in Deutschland so bekannt gewesen sind in den 80er Jahren. Und ja, Masters of the Universe ist ein Riesending gewesen und dementsprechend bekannt und beliebt immer noch, ja. Ist wirklich so, weil es normalerweise, es ist ja eigentlich ein Museum, ne? Ja. Ein Museum ist eigentlich, da geht man ja, wie gesagt, mit geschlossenen Händen geht man ja so spazieren, flanieren, ja, und hier sitzen alle auf Knien, beziehungsweise mit den Händen angepatscht und mit diesem Effekt. Das ist natürlich toll, so eine Ausstellung zu machen. Wie kamen Sie auf die Idee? Sag mal, Kevin. Ja, klar, machen wir. Kevin, muss man du sagen. Genau, also wir haben die Ausstellung gemacht, sagen wir mal so, ich habe hier angefangen als Volontär und da macht man am Ende eine Ausstellung, eine erste eigene und das ist jetzt meine und wir haben ein großes Spielzeugmuseum hier im Museum und dementsprechend großen Bestand an Spielsachen auch da und an Spielmitteln verschiedene und unter anderem halt auch wirklich viele Actionfiguren. Also wir haben wirklich viele Masters of the Universe-Figuren auch original verpackt und auch da gehabt. Star Wars hatten wir viel da und dann sind wir auf die Idee gekommen, eine Ausstellung dazu zu machen, haben erstmal geprüft, inwiefern kann man das wissenschaftlich aufbereiten natürlich. Wir haben schnell gemerkt, das geht sogar sehr, sehr gut. Ja, haben Aufruf gestartet und dann haben sich diverse Sammler gemeldet. Ich habe über verschiedene Foren Kontakt aufgebaut und so ist die Ausstellung dann entstanden, genau. Was sind denn so die wertvollsten, die sehr wertvollsten Delikatessen, die Sie haben? Gibt es hier irgendwie so Figuren, die wirklich viel wert sind? Ja klar, also es sind einige viel wert. Das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Also Sammlerwert. Sammlerwert, genau, ist ziemlich hoch. Also wir stehen ja, wie gesagt, gerade hier vor der Masters of the Universe Vitrine und in der Ecke da beispielsweise, das ist eine sehr seltene Figur.
Wie einer schon sagte heute, Michael Jackson. Ja, genau, das stimmt, das fiel vorhin. Ja. Die kamen wirklich ja, so in den letzten Atemzügen der Masters of the Universe-Reihe raus. In den, so 1987 in etwa, wurde nur noch ganz wenig produziert, auch wenig verkauft und ist dementsprechend selten und ja, in so einem losen Zustand oder auch noch original verpackten Zustand vor allem wirklich große Geldsummen wert auf jeden Fall. Ja. Also mehrere hundert bis auch im vierstelligen Bereich, genau. Also ich persönlich, ich gebe jetzt zu, ja, ich oute mich jetzt wieder mal, ich bin He-Man-Fan. Das hätten Sie jetzt nicht gedacht, nee. Ich weiß, das haben die Zuschauer nicht gedacht, ja. Aber ich als Fan würde so eine hässliche Figur, ja, die finde ich persönlich mit He-Man gar nichts zu tun hat, hätte ich auch nicht gekauft. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Also da kann ich natürlich jetzt nichts zu sagen. Also das ist natürlich immer Geschmackssache, was man sammelt und was nicht. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass bei Sammlern ja hauptsächlich es darum geht, vollständig zu sammeln. So. Und dann muss man natürlich alles haben, was dazugehört. Ob eine Figur einem jetzt gefällt oder nicht. Also man hört ja auch oft genug von Figuren, die nicht so gut ankommen. Oder auch früher schon nicht so gut ankam, beispielsweise dieser Prinz Adam da unten. Aber die werden natürlich trotzdem mitgesammelt, weil die ja, dazugehören. Und man will halt vollständig sammeln, genau. Obwohl bei Prinz Adam habe ich ja auch nicht verstanden, warum wurde er so in die homosexuellen Schiene reingedrückt? Also in der Serie hatte er nicht solche Klamotten an wie da. Und warum hat er ein rosanes Zauberschwert? Ja, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also das war sehr wahrscheinlich ein verträumter Mann, der es kreiert hat. Ja. Eine kleine Prinzessin sehr wahrscheinlich. Das haben Sie gesagt, ich habe keine Ahnung. Abgefahren, das ist zum Beispiel, sagt, das gab es nur in den 80ern. Heute, im neuen Jahrtausend, gibt es ja mittlerweile so Nachfolgeserien von He-Man, ja, auch diese Toylines, die sind ja originalgetreuer gemacht. Ja, ja, das stimmt. Also die sehen einfach ein bisschen, ja, die sind mehr an die Zeichentrickserie angelehnt dann auch, genau. Haben wir ja auch im Programm hinten ein paar stehen, die jetzt wieder rauskommen. Aber ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Optik der 80er. Und man darf nicht vergessen, das ist Spielzeug. Und Spielzeug ist meistens grell und bunt. Und da macht man sich einfach auch nicht die Gedanken darüber, ob man jetzt ein rosanes Schwert nimmt oder eben eine lilane Hose anzieht. Da kann man natürlich viel reininterpretieren, wenn man möchte, dass er so das Gegenbild zu diesem männlichen He-Man sein möchte, aber vielleicht wird man da gar nicht so weit gehen, sondern sagen, okay, die Farben waren gerade da und man hat ihn so angemalt. Ja. Beim Thema Sammler, wer sammelt mehr, Frauen oder Männer? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hauptsächlich Männer sind natürlich, die sammeln, so zwischen 30 und 40, das sind so die, auf die man häufig trifft. Es gibt aber auch einige Sammlerinnen, die uns was zur Verfügung gestellt haben, auf jeden Fall, genau. She-Ra. She-Ra hatten wir selber genug da, aber wir haben beispielsweise viel Transformers-Figuren haben wir von einer Sammlerin bekommen, ja. Und oder beziehungsweise von einem Sammlerpaar, aber da ist ja dann auch eine Frau dabei, genau, und die Big Jim-Figuren, die sind auch zum großen Teil von einer Dame, die sie gesammelt hat, genau. Ja, damit hat mein Bruder damals gespielt, naja, toll. Wer konnten jetzt zu Ihrer Ausstellung? Auch da, mehr Männer oder mehr Frauen oder Familien? Gemischt. Also es gibt natürlich die Leute, die gezielt zu uns kommen, um sich das jetzt anzuschauen. Das sind auch, ja, wir hören dann häufig, ah, ich gehe normalerweise gar nicht ins Museum, aber die Ausstellung hat mich jetzt angelockt. Das sind auch häufig Sammler natürlich oder man hat halt so nostalgische Gründe, wenn man unser Plakat sieht und denkt, oh Mann, den He-Man, den habe ich doch schon mal gesehen, da gehen wir doch mal gucken. Dann haben wir natürlich Leute hier, die einfach unser Museum besuchen. Wir haben noch viel anderes zu sehen und dann hier in die Ausstellung kommen. Manche gehen dann auch direkt wieder, weil sie sagen, das ist jetzt nicht so mein Thema. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ach, das ist ja interessant. So, das wusste ich gar nicht, dass es so viel Interessantes dazu zu erzählen gibt. Und Familien sind natürlich auch hier. Also gerade Star Wars ist zeitlos. Da können die Kiddies quasi immer noch alle Namen aufzählen. Dementsprechend ist bunt gemischt, ja. Aber wir merken schon, dass gezielt Sammler uns aufsuchen. Also wenn man sich das Gästebuch mal anguckt, ob jetzt Berlin oder das Saarland oder so, kommen alle hier zu uns an Niederrhein, um sich mal unsere Actionfiguren anzugucken, ja. Und da du, ich sag mal sie. Ja. Ich sag mal du, sie. Ja, sag mal du, sie. Sag mal du, sie. Ja. Die Ausstellung hier alles organisiert hast, bist du nicht angefixt worden? Sitzt du jetzt auf dem Boden? Spielst du jetzt mit He-Man und Co.? Also ich bin so auf der Kippe gewesen zwischendurch. Mittlerweile geht's schon wieder. So ich clean kann, langsam. Ja, genau, wie wir clean, genau. Aber zwischendurch war es schon hart an der Grenze. Also wenn wir Figuren angekauft haben, habe ich auch bei manchen überlegt, ach, vielleicht bezahle ich die gar nicht aus dem Ausstellungsbudget, sondern selber, dann kann ich die am Ende behalten, so ungefähr. Und musste halt auch so schon mal gucken, als ich dann gesehen habe, was es überhaupt alles noch zu kaufen gibt. Das sind, man muss ja sagen, es sind auch die Helden meiner Kindheit teilweise dabei. Das muss natürlich journalistisch muss das jetzt kommen. Ja, genau. Also ich habe natürlich auch mit He-Man gespielt, aber vor allem mit Teenage Mutant Ninja Turtles und den Dino Riders. Also die waren natürlich ganz groß bei mir. Deswegen auch so spannend, das Ganze mal aus einer wissenschaftlichen Warte jetzt zu betrachten. Nee, und ich sammle jetzt nicht, aber ich habe schon die Zeit genossen, sagen wir mal so, ja. Genau. Und die Kollegen hatten natürlich auch ihren Spaß, wenn ich wieder an meinem Schreibtisch saß, die Figuren waren alle vor mir aufgebaut und ich sagen konnte, ich arbeite hier gerade ernsthaft, ich spiele nicht, auch wenn es so aussieht. Und ja, wie geht es jetzt weiter mit der Ausstellung? Die ist so bis zum 8. September und dann nie wieder mit
wie Olli mal in der Kamera sagt, mit Püppchen spielen und Püppchen ausstellen, nicht mehr? Nee, genau. Also es werden einige Figuren natürlich ihren Weg auch in unser Spielzeugmuseum finden. Da sind jetzt auch schon welche drin. Das gehört ja dazu. Ist ja auch schon historisches Spielzeug. Immerhin wird die Actionfigur nächstes Jahr 50 Jahre alt. Und einige werden sich dann da finden, aber natürlich in einem viel kleineren Ausmaß als jetzt hier. Und ich sag mal, die Hälfte der Figuren, die wir hier haben, stammt eh von Sammlern. Die kommen dann wieder zurück. Die warten noch alle schon darauf, dass sie ihre Vitrinen wieder bestücken können. Und dann ja, sind die schönen 3 Monaten Nostalgie quasi vorbei hier, ja. Oh, mit einem Lachen und einem weinenden genau, Auge. So sieht's aus. Das war nun das Interview aus dem Jahr 2013. Ich habe gerade mal nachrecherchiert. Die Ausstellung hieß damals Mehr als nur Plastik und fand vom 2. Juni bis zum 8. September 2013 in Viersen statt. Da bedanke ich mich nochmal, auch rückwirkend nochmal an Kevin Gröwig, der uns Rede und Antwort gestanden hat. Und man hat ja wirklich tolle Exponate gesehen, ja. Was ich jetzt noch gar nicht gezeigt habe, das kann ich ja mal einblenden. Es gab ja auch original verpackte Masters of the Universe-Figuren. Richtig geil. Dann gab es Hörspiele, Mini-Comics zu der Serie. Ja, und es gab natürlich, wie gesagt, auch tolle Sachen aus den Reihen Big Jim, Dino Raiders, Transformers, Star Wars, ja, Barbie, G.I. Joe. Also, wie es schon gesagt und gezeigt worden ist, es war eine großartige Messe. So, und damit beschließe ich für diesmal wieder meine Sendung mit dieser tollen Extra-Ausgabe von Fan, das Sammler-Magazin. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir einfach einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal auf YouTube unter bumo.tv. Da gibt es noch tolle weitere Videos und Kevin Gröwig hat uns noch speziell ja, eine Führung gegeben zu einzelnen Themengebieten, wie zum Beispiel zu den Masters of the Universe, Star Wars, Barbie, G.I. Joe etc. Das könnt ihr auch abrufen unter meinen Playlists bei YouTube. Und dann könnt ihr natürlich auch bei Facebook vorbeisurfen und da ein Gefällt mir auf unsere Seite Fan, das Sammlermagazin. So, das war's nun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bleibt weiterhin sammelwütig. Tschüss. Come on, come on.